Mir die beiden Trainer jetzt. Ja, Herr Franke, gibt es so etwas schon wie ein Rapid-Trauma für Ihre Mannschaft? Oh, ich denke nicht, aber die Bilanz ist sicher sehr negativ, das muss man sagen. Und wir werden alles versuchen, heute dieses Spiel für uns zu entscheiden. Glauben Sie, dieser Druck, endlich gewinnen zu wollen, beflügelt er vielleicht sogar oder hemmt er ein bisschen? Das ist natürlich ein ganz besonderes Spiel, das weiß man nie so genau im Voraus, aber ich denke, meine Mannschaft ist motiviert genug, um einfach alles zu geben, um dann eben den Sieg nach Hause zu fahren. Aber der Gegner wird natürlich auch entsprechend reagieren und es wird sicher ein interessantes Spiel werden. Jetzt frage ich einmal Ernst Dokopil, wie schaut denn eigentlich Ihre Derby-Bilanz aus? Als Trainer habe ich nachgeschaut, 15 Spiele, 8 Siege, 4 Niederlagen, aber wie schaut aus Ihre Derby-Bilanz als Spieler? Ja, ich weiß es eigentlich nicht mehr. Ich glaube, sie war positiv, aber wir hatten damals sehr viele Siege, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Hat für Sie diese Statistik der letzten 2 Jahre eigentlich eine Bedeutung? Hat es eine Bedeutung für das Spiel heute? Nein, hat sicher keine Bedeutung, denn soweit ich mich erinnern kann, ist jedes Spiel auf das Messerschneide gestanden. Wir haben kein Spiel so gewonnen, dass man sagen kann, heute hatte die Austria überhaupt keine Chance. Das waren immer enge Spiele und Gott sei Dank glücklich für uns. Wer ist denn für Sie heute Favorit? Ja, ich glaube, in Derby gibt es eigentlich nie einen Favoriten, denn eines der Gesetze beim Derby ist immer das, dass beide Mannschaften die gleiche Chance haben. Apropos Mannschaft, dürfen wir die Aufstellung von Rapid erfahren? Ja, natürlich. Wir spielen mit Hedl, mit Jerkan als Libero, dann spielen wir mit 2 Innenverteidiger, Schöttl, Adajcik. Im Mittelfeld mit Wimmer, Wettl, Freund, Wagner und Bürg und mit 2 Spitzen, Penxer und Ibua. Penxer ersetzt also René Wagner, warum das? Ja, René Wagner hat irgendetwas mit dem Magen, ich weiß nicht genau, er war ganz schlecht heute Vormittag. Und so haben wir besser gesagt, er soll Dienstag spielen und heute darauf verzichten. Andi Herauf sitzt heute auf der Bank oder wieder auf der Tribüne? Nein, Andi ist heute auf der Bank, wir haben die Bank ein bisschen geändert, aber ja, irgendwann wird er jetzt zum Einsatz kommen und dann wird er zeigen, was er kann. Wer sitzt auf der Tribüne heute? Heute ist Braun und Zingler auf der Tribüne und Jovanovic. Herr Frank, die Aufstellung der Wiener Austria? Ja, die ist die gleiche wie letztes Wochenende in Linz und wir haben eine Formation gefunden, die eigentlich auch das System ganz gut umsetzt und es ist ein Knaller im Tor. Wir haben 4 hinten mit dem rechts Dospel, dann Gaga, Rachimov und Pfeffer. Und im Mittelfeld haben wir hier kompaktere Formation mit Simon und dem Mucke Matajew mehr nach vorne orientiert. Brunnmeier ganz vorne, auf der rechten Seite Leitner, im Zentrum Schmid und links Janaschitz. Also die Mannschaft gleich wie beim Spiel gegen den LASK, wird auch die taktische Beziehung also auf dieses Spiel hin genauso sein wie gegen den LASK? Ja, wir versuchen unser System durchzubringen und das hängt natürlich auch sehr stark immer vom Gegner ab und wir werden schon versuchen auch nach vorne zu spielen, um das Spiel eben gewinnen zu können. Man muss sicher Tore machen, um zu gewinnen, das ist gar keine Frage. Noch eine Frage an Ernst Dokopil. Glauben Sie, dass heute auch die Spielmacher, die Regisseure vielleicht das Spiel entscheiden können? Auf der einen Seite der Michi Wagner, auf der anderen der Julius Schiemann? Ja, möglich wäre es, keine Frage, aber ob ein Mann das Spiel entscheiden kann, das glaube ich eher nicht. Das kann natürlich zufällig einer der Regisseure sein, aber es muss nicht sein. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier aus der Kommentatorkabine. Es ist heute ein kühler Abend, aber angenehmes Fußballwetter, nicht so unangenehm für die Zuschauer. An die 15.000 Rainer Pariasek hat es ja gesagt, sind hierher gekommen, um dieses 212. Derby mitzuerleben. Aus Sicht der Austria-Fans wäre es einmal an der Zeit, dass die Rapid-Serie der Erfolge der letzten Zeit reißt. Der letzte Austria-Erfolg, der ist schon sehr lange her, 7. April 96. Seit dieser Zeit hat die Austria, wir haben es jetzt in den Vorberichten erwähnt, kein Derby mehr gewonnen. Auf der anderen Seite, die Austria hat die Frühjahrsmeisterschaft doch erfolgreich gestartet mit dem 2:1 über den LASK. Und Rapid muss aufholen, denn die Niederlage gegen Wüstenrot Salzburg hat die Mannschaft von Ernst Dokopil doch ein bisschen unter Erfolgszwang gebracht. Er wird zwar immer, sagt er, gefragt, ob er, wenn er verliert, aufhören muss, aber man weiß ja, dass Rapid-Direktorium mit Präsident Kaltenbrunner steht hinter ihm. Es soll ruhig gearbeitet werden und auch im Falle einer Niederlage heute würde der 3. Tabellenplatz von Rapid ja nicht verloren gehen. Das Spiel ganz interessant auch für die prominenten Anhänger.
So soll heute der Bundespräsident kommen. Ich habe auch schon Innenminister Karl Schlögl gesehen, zahlreiche Schauspieler. Also alles ist da, was Rang und Namen unter den eingefleischten Austria- und Rapid-Fans hat. Die Anhänger zu Hause, ja, was soll man denen sagen? Wir wünschen uns aus neutraler Sicht natürlich, dass bald ein Tor fällt, denn dann würde es heißen, dass eine Mannschaft ein bisschen aufmachen muss, dass es nicht diese harten Mittelfeldgefechte gibt, wie zu Beginn der Frühjahrsmeisterschaft. Man hat das bei allen Spielen gesehen, jeder schaut einmal, dass ihm nichts passiert. Athletisch sind alle gut durchgebildet, die Vorbereitungszeit war auch in Ordnung. Und deshalb wird auch hier wieder wahrscheinlich zuvor ein taktisches Reagieren beider Mannschaften zu sehen sein. Hier ist der Vorraum vor den Kabinen, da sehen wir schon Rapid-Kapitän Schöttl. Und der Schiedsrichter, das ist ein bekannter, interessanter und auch sehr guter Mann. Das ist Gerd Grabherr, der 44-jährige Vorarlberger aus Lustenau, Abteilungsleiter einer metallverarbeitenden Firma. Und es ist sein drittes Derby. Und Sie erinnern sich, ausgenommen die letzte Begegnung beim 2:0, da hat es nur unter Anführungszeichen 4 gelbe Karten gegeben, hat es immer Ausschlüsse gegeben. Die Duelle Ibur gegen Ogris sind noch in Erinnerung. Ogris Kühbauer, dann die Ausschlüsse von Zingler, Ibur, Ogris, von Wagner und von Rachimov. Also alle Spiele im Vorfeld haben Brisanz gehabt. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte dieser Derbys, denn erinnern wir uns nur vor Kriegszeit war auch nicht ohne, dass sogar den Papierenen, den Matthias Schindler einmal erwischt, als er Ohrfeigen ausgeteilt hat gegen den Rapid-Verteidiger Lur. Jetzt werden also die beiden Mannschaften aufs Spielfeld geführt. Vom Grundkonzept her wird es so sein, dass die Wiener Austria mit einer Viererkette spielt, in der aber faktisch die meiste Zeit Herbert Gager wahrscheinlich eine Art Libero, wie es ja gewohnt ist, spielen wird. Wichtig wird sein, wie die Mittelfeldstrategen zurechtkommen, wer das Heft in die Hand bekommt. Wichtig wird auch sein, wie Freund, der deutsche Legionär in den Reihen Rapids, gegen seinen angekündigten Duellgegner, gegen seinen Gegner Schimon spielen wird. Ob er die Räume und die Attraktivität und Effizienz des Austrianers aus der Slowakei einengen kann. Die Anhängersektoren stehen einander gegenüber, rechts aus der Hauptkameraperspektive der Anhang von Rapid und links der Austria-Anhang, jetzt im Bild, Rauchwolken ziehen durch das Happelstadion. Das Spielfeld in hervorragendem Zustand, es ist eine Freude hier heute Fußball zu spielen. Die beiden Kapitäne, Toni Pfeffer, es ist, sagt er, sein 37. Derby, auch der Peter Schöttl ist sozusagen Urgestein in den Reihen Rapids. Und beide, das ist interessant, sind ja die Standard-Manndecker in der Nationalmannschaft bei Teamchef Herbert Prohaska. Man wird auch sehen, wie sehr die Protagonisten in diesem Match ihre Nerven im Zaum haben. Das betrifft vor allem Sami Ipur. Er wird es ja natürlich als Sturmspitze wieder mal mit Rachimov zu tun bekommen. Man wird auch sehen, wie die Aufgabenverteilung im Austria-Mittelfeld aussehen. Die Austrianer müssen vor allem auf den ehemaligen Austrianer Michi Wagner aufpassen, der endlich einmal ein erstes Meisterschaftstor gerade gegen seinen Stammverein erzielen möchte, auch auf Arnold Wettel, der ja einen großen Aktionsradius im Mittelfeld hat. Und man wird sehen, wie Wolfgang Frank, der Austria-Trainer, hier sein Ziel, endlich ein Derby zu gewinnen, in taktischer Weise anstrebt. Rapid wird Anstoß haben. Auf der Bank bei Rapid Koch, Herav Cardoso, der Australier, Hatz, der ja von Lecce geholt wurde, und Christian Stumpf, der in der Meisterschaft mit 7 Toren die meisten Tore für Rapid erzielt hat. So, die Anhänger kennen ja die Spieler schon, aber für all jene, die es nicht so gut kennen, am Anfang ein bisschen mehr über die Spielernamen und wer gerade am Ball ist. An der rechten Seite, das ist Dospel, jetzt Gager, Schmidt, durch seine Kampfkraft sehr wertvoll im Zentrum des defensiven Austria-Mittelfeldes. Der erste Rückpass von Gager. Die Austria-Abwehr bis auf Dospel sehr routiniert, lauter ältere Spieler. Allen voran auch Wolfgang Knaller, der Torhüter.
Tratajcik. Jerkan, der im traditionsreichen Libero spielt, kaum nach vorgeht. Schlampiger Pass von Schöttl. Schlampiger Pass von Jerkan. Und wie gesagt, ein Tor zu Beginn des Spiels würde dem Spielverlauf gut tun, dann müsste es eigentlich hin und her gehen. Denn beide wollen hier gewinnen, müssen gewinnen aus ihrer Sicht. Wagner. Schüttel. In die Tiefe auf Ipur, der hat einen Foul begangen an Rachimov. So ein geschicktes Reiberl. Aber Schiedsrichter Grabe hat es gesehen. Gespannt kann man auch auf das Antreten hier, einmal bei einem Live-Spiel, bei unserem ersten in der Frühjahrsmeisterschaft, auf Mukhatamjew sein. Muksim Mukhatamjew, der 32-jährige Stürmer von Novgorod, der auf eine Empfehlung von Rachimov zur Wiener Austria gekommen ist. Er sollte schon vor einem halben Jahr geholt werden, aber da hat ihn sein Club noch nicht freigegeben. Russischer Spitzenklub. Leitner, Simon, setzt sich gegen Wagner durch, Schmidt. Und Ipur kämpft sich den Ball, hat aber wieder mit den Armen nachgeholfen. Korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Grabe. Man sieht es hier ganz genau. Dospel, Simon. Darf endlich in der Mitte spielen. Er musste ja sehr oft Sturmspitze spielen, weil die Austrianer darunter leiden, dass man momentan mit Brunmeier nur einen Stürmer hat. Grinner ist ja verletzt. Rignak, der geholt wurde aus der Slowakei, den muss man sich erst genau anschauen. Und Janisic spielt ja auch eher im Mittelfeld, selbst wenn er mal vorne zu finden. Da haben wir den Ronny Brunmeier, den ehemaligen Linzer. 9 Tore hat er im Vorjahr in der Meisterschaft erzielt. Heuer sind es erst 3. Da haben wir den Muki, Mukhatamjew. Schmidt. Mukhatamjew. Sie sehen, die ersten Minuten zeigen das, was wir angedeutet haben. Es ist ein Mittelfeldspiel. Die Rollen sind also ganz genau festgelegt auf beiden Seiten. Und es ist schwer, sich einmal freizulaufen. Abstoß jetzt vom Tore Raimund Hedels. Der Rapid-Torhüter hat seine Position gefestigt. Beide Teams haben sich ja ganz gewissenhaft auf diese Auseinandersetzung vorbereitet. Bei der Wiener Austria gab es gestern noch ein ganz spezielles Schusstraining. Na, man wird sehen, ob das nützt. Es wird sofort attackiert in der eigenen Hälfte, also ab der Mittelauflage attackiert die Wiener Austria. Parteitschik. Und Sie sehen auch Rapid bei Ballverlust. Sofort wird die Gegenattacke, das Vorchecking eingeleitet, so wie hier durch Benkser. Simon. Kapitän der slowakischen Nationalmannschaft auf Brunmeier gegen Jerkan. Rapid hat es ja im ersten Spiel der Frühjahrsmeisterschaft versäumt, etwas Boden auf den Tabellenführer, den souveränen Tabellenführer Sturm Graz, gut zu machen. Die Niederlage gegen Salzburg hat die Mannschaft rein punktemäßig zurückgeworfen. Am dritten Tabellenrang hat sich nichts verändert. Aber das Meisterschaftsbild ist nach wie vor ein ganz klares zugunsten des Grazer Traditionsvereines. Dospel. Rachimov, etwas verletzt. Er sagt, er hat noch immer Schmerzen wegen einer Schleimbeutelentzündung im linken Knie.
Bürg. Sie sehen, die Rapidler wechseln die Seiten, Wagner und Bürg, zwei Linke auf der rechten Seite anzutreffen. Jetzt der Konter über Schmidt. Schöttl gegen Brunmeier. Weiß nicht, ob diese Entscheidung richtig war. Ernst Dokopil ärgert sich. Der Ball ist vom Fuß von Brunmeier, so auf sich gesehen, ins Out gesprungen. Aber gut, Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen und Einwurf jetzt durch Leitner. Der junge Spieler, der auch ein Stammmitglied früher in der Unter-21-Auswahl war, hat hier einen Stammplatz erobert. Intelligenter, sehr wertvoller Spieler, der auf allen Positionen einzusetzen ist. Wenig Bewegung vorne bei den Rapid-Angreifern, das können Sie nicht sehen, aber darum wird es auch schwer, eine Anspielstation zu finden. Jetzt Gerd Wimmer anstelle des verletzten Prosenik an der rechten Flanke, bekommt hier eine Chance, sich zu stabilisieren in der Mannschaft, zu bewähren. Hat auch gut im UEFA-Pokal im vorigen Jahr gespielt, vor allem gegen 1860 München, gegen den feilschnellen Gianni. Ernst Dokopil möchte nicht beobachtet werden, aber ganz einschränken werden wir uns natürlich nicht lassen, ist eh klar. Regisseur Peter Baumann wird das schon machen. Ich sehe jetzt Radajcik, Nummer 16, auch ganz drüben, jetzt ist am Kopfball an der rechten Seite. Möglicherweise muss er Simon nachlaufen. Die Wiener Austria nur mit einer Sturmspitze, nämlich Brunmeier. Bis jetzt wenig Konstruktives von beiden Seiten. Rapid um den Spielaufbau mehr bemüht als die Wiener Austria. Aber mit Fehlern wie hier durchführen. Schauen wir mal. Radajcik, jawohl, Radajcik kümmert sich vorwiegend um Schima. Freund. Foul von Kamadjew an dem deutschen Legionär. Wettel, Schöttl, Wimmer, Fehlpass, der Konter wieder über Schimmer. Der lässt sich natürlich weit zurückfallen, um der Bewachung seines Gegenspielers zu entgehen. Das war zumeist jetzt Radajcik. Gut gemacht von Bürg. Gut gespielt auch von Ipur, da hat die Austria Viererkette auf Offside gespielt, war sich aber nicht ganz einig. Aber es hat geklappt, keine Gefahr für Wolfgang Knaller. Gerempelt entscheidet Schiedsrichter Grapia. Geht auf und ab wie ein Tiger, der Wolfgang Frank. Kerze à la Happel von Jackern. Noch einmal. Alle Aktionen bis jetzt laufen über den Slowaken, über Simon bei der Wiener Austria. Jetzt Pfeffer. Ja, und jetzt muss neu aufgebaut werden. Die Rapid-Abwehr rückt natürlich jetzt etwas auf, um den Raum enger zu machen.
Brunmeier, Antritt schnell wie immer, an Schöttl vorbei und schießt genau auf Hedl. Die erste gefährliche Aktion jetzt für die Wiener Austria vor dem Tor der Rapidler durch Brunmeier. Eine gute Aktion des schnellen Antritts, schnellen Ex-Linzers. Ein Schuss von Mukamadio. 12. Minute, zum ersten Mal wirkliche Gefahr für Raimund Hedl. Durch Brunmeier und dann durch Muki. Mukamadjew ist den Austrianern offenbar zu lang. Hier noch einmal. Kommt ein Schöttl vorbei, der Ronny Brunmeier. Aber genau auf Hedl geschossen. Naja, es hätte schon ein Tor sein können, hätte der Brunmeier besser getroffen. Einsatz von Schmidt, aber doch mit gestrecktem Bein auf Bänkse. Was habe ich gemacht, scheint er zu sagen. Aber es war doch gestrecktes Bein. Schiedsrichter Graber ist sichtlich bemüht, locker zu pfeifen, das heißt flüssig das Spiel walten zu lassen, aber doch bei entscheidenden Fouls sofort und korrekt einzugreifen. Diane Schütz aufgepasst. Der Schiemann hat bis jetzt sehr viel Spielraum, weil sich Radajczyk nicht aus der Abwehr heraustraut. Er soll zwar offenbar Schiemann bewachen, aber ganz geht er nicht mit, wenn sich der Austria-Mittelfeldspieler ins Mittelfeld, ins eigene zurückfallen lässt. Beide gerissen und gestoßen, sowohl Leitner, Tospel als auch Benkser. Jetzt spielt Radajczyk zurück. Jakan hätte das schon vorher machen können. Wagner. Ja, da hat ihm ein Austrianer den Ball zugespielt. Kommt aber nicht durch. Und Kamatjow. Pfeffer. Sie sehen beide Teams wirklich auf Sicherheit bedacht, nur kein Risiko eingehen. Aber Risiko wird man nehmen müssen, wenn man ein Tor schießen will. Ja eben, ein bisschen angreifen, nach vor, so ist es richtig. Gut gemacht von Bürk. Und hineingerutscht noch Rashid Rahimov. Und Sie sehen, das linke Knie mit der Schleimbeutelverletzung tut ihm nach wie vor weh. Und jetzt musste er da hineingrätschen. Hier noch einmal. Sehr schön gemacht hat das Bürk. Und Eckball, der erste für Rapid. Wimmer von der linken Seite. Und Knaller sehr sicher gegen Ipur. Der Zweikampf, Luftduell hier, vielleicht sehen wir es noch einmal. Auch der Toni Pfeffer schiebt da an und er trifft eigentlich seinen Torhüter. Hier noch einmal, zweite Wiederholung. Aufgepasst, Janne Schütz, Schimon. Gute Attacke von Wagner an Schimon. Benkser, kein Offside. Rechtzeitig heraus, Wolfgang Knaller, jetzt die erste gute Möglichkeit für Rapid. Benkser.
Jetzt wird es farbig, Gott sei Dank, für uns Zuschauer. An Chancen steht es jetzt 1:1. Der Rapid-Anhang skandiert Zugabe. Man hat gesehen, ein Fehler im Mittelfeld wird sofort beinhart ausgenutzt, kompromisslos. Das gilt für beide Seiten. Ja, im Mittelfeld jetzt Freund bei Simon, taucht er vorne auf, kommt Radajcik. Das war ein riskanter Rückpass von Rachimov. Simon. Kamadjev. Und Ball recht gut. Dospe. Blind hineingegeben. Schmidt. Im wahrsten Sinn des Wortes in den leeren Raum. Dort war niemand von den Austrianern. Gute Attacke jetzt von Rachimov. Aber es ist schwer, jetzt einen Konter zu spielen aus violetter Sicht, denn da vorne war nur der Ronny Brunmeier und die anderen waren nicht anspielbar, waren hinter dem Ballführenden. Ball von Kapitän Schöpel. An Leitner. Distanz. Ja, etwas zu weit. Da müsste schon noch der Triff von Ivanov spielen mit seinem übermäßigen Selbstvertrauen, um von hier aufs Tor zu schießen. Aber der spielt ja nicht mehr. Janne Schitz. Simon geht nach vor mit 9 Toren, bester Austria-Torschütze und das als Mittelfeldspieler. Und jetzt Ipur, Kontermöglichkeit. Herrlich gespielt jetzt auf Arnold Vettel. In der Mitte 3 Rapidler gegen einen Austrianer. Und der schießt am Tor vorbei, der Ipur. Ja, gibt's denn das? Eine 1000-prozentige Möglichkeit für Rapid. Nach einem super Konter, 3 gegen 1, Vettel legt ideal auf, hier sehen wir es. Sieht in der Mitte Benxer und Ipur, da ist nur Dospel. Legt auf, ideal für Ipur, der hat alle Zeit der Welt und haut den Ball vorbei. Da wird sich der Ernst Dokupil nicht freuen. Knapp, aber doch. Also. Eine Riesenmöglichkeit. Es war in der 19. Minute. Und jetzt kann es natürlich so sein, wenn man die Chancen nicht verwertet, die man hat, die eindeutigen, dann kriegt man eine. Erster Eckball jetzt für die Wiener Austria. Genau auf Hede. Ball war schon draußen, glaube ich. Ja, so viele Möglichkeiten wird die bis jetzt gut gestaffelte Viererkette der Austria den Rapidlern nicht mehr geben.
das schöne Fersal von Bürg bringt nichts ein. Benkser. Wettel. Auf Ibua die nächste Chance. Aber das war schon sehr schwer, denn da war schon Rachimov dabei. Aber faires Duell der beiden bei diesem Schussversuch von Ibua. Sami Ibua, 6 Tore bis jetzt in der Meisterschaft. Es hätte leicht sein 7. werden können. Dann hätte er zum besten Rapid-Torschützen Christian Stumpf aufgeschlossen. Ja, mit dem hat der Wolfgang Knaller keine Mühe. Da war die Distanz schon zu knapp. Das einmal Ball aufhalten war notwendig, aber es hat doch eine Zeitverzögerung zum Schießen gebracht. Rapid jetzt die überlegenere Mannschaft. Wieder gut auf Bürg gespielt. Janisic rettet. Wimmer. Noch ein Schupfer. Auf Gaga. Und Schmidt. Beste Zeit von Rapid jetzt in dieser Phase. Über 20 Minuten, genau 22 Minuten gespielt. Zu lang darf man nicht am Ball sein, das hat man jetzt bei Freund gesehen. Brunmeier. Simon löst sich immer wieder aus dem Griff von Freund und dann auch Radajczyk, wenn der in seine Nähe kommt. Schmidt. Pardon, Simon. Mittelfeld von Rapid und die Abwehr deckt. Sehr gute Austrianer finden schwere Anspielmöglichkeiten. Dospel. Ja, Rapid hat jetzt einige Zeit gebraucht, um den Ball unter Kontrolle zu bringen. Benkser, gut gelöst. Wagner kommt hier herangebraust, aber der Ball war noch etwas abgefälscht. Aber gute Vorarbeit von Marek Benkser, dem kleinen Slowaken. Und Michi Wagner, der so gerne ein Tor schießen würde. Endlich einen Meisterschaftstor. Vor allem eines gegen seinen Ex-Verein. Bürg hat sich weit zurückfallen lassen. In der letzten Meisterschaft und im Herbst war es ja so, dass meist die Mannschaft gewonnen hat, die das erste Tor erzielt hat. Das dürften alle da hier spüren, von den 22, die da unten am Feld sind. Rachimov schimpft. Stimmt irgendwas in der Raumaufteilung bei Violett nicht? Auf der Seite wird man kein Tor schießen, außer Eigentor. Jetzt spielen die anderen zurück, herrlich.
Jetzt spielt wieder der Jerkan zurück. Foul von Wagner an Leitner. Ja, noch einmal. Klare Entscheidung von Schiedsrichter Krappe. Matjev, 1,72 groß, spielt meist gegen den langen Schüttel. Tospel. Wimmer. Möglichkeit zum Konter jetzt für Rapid. Und vor den Kontern Rapids hat Trainer Frank seine Mannschaft gewarnt. Er weiß um die Antrittsschnelligkeit von Ipua und Wimmer, die jetzt am Ball waren. Ein bisschen schlampert der letzte Pass hier bei Rapid. Toni Pfeffer. Foul von Schöttl an Janischitz. Schmidt. Der Ball nicht out und wieder mal Rachimov attackiert von Ipur. Aber beide bis jetzt friedlich. Ich hoffe, es bleibt auch so. Radajci gegen Simon und steigt jetzt ein bisschen hin. Es tut weh mit dem Spitz aufs Schienbein. Gutes Sliding-Tackling von Penkser, von hinten hineingerutscht, das wird, so wurde heute bekannt gegeben, ab der Weltmeisterschaft in Frankreich nicht mehr erlaubt sein. Das ist eine Anregung des FIFA-Generalsekretärs Blatter. Ich glaube, dass das dem Fußballspielen gut tun wird, denn es hat viele derbe Attacken gegen Spieler gegeben, die den Mut gehabt haben, jemanden zu überspielen. Und man schützt damit die Techniker vor allem. Und möglicherweise wird das Fußballspielen dadurch auch wieder attraktiver. Man traut sich mehr, man darf mit dem Ball oder kann mit dem Ball an einem Gegner vorbeigehen, ohne nicht dann niedergesäbelt zu werden. Jerkan, Ball war abgefälscht. Ja, das Spiel steht jetzt irgendwie. Pattstellung, beide haben sich bemüßigt gefühlt, eher zum Torhüter zu spielen als nach vor. Wie gesagt, ein Tor würde dem Ganzen gut tun. Benxer, umringt von zwei Mann. Mit dem Pass ist ein Risiko eingegangen, hat sich aber im Moment nicht gelohnt. Jetzt ist knapp eine halbe Stunde gespielt, noch immer 0:0 zwischen Austria und Rapid im 212. Wiener Derby. Wenn Sie jetzt erst zugeschaltet haben, zwei gute Möglichkeiten zu Beginn, einmal für die Austria durch Brummeier, dann Penkser, dann aber eine 1000-prozentige Chance nach einem Rapid-Konter. Wettel für Ipua, der hat aber diese Chance versiebt, knapp am Tor vorbei. Drei Rapidler waren auf den einzigen Austrianer Tospel und später dann auf Torhüter Knall dazugelaufen. Simon, der Freund steht viel zu weit weg von ihm, aber der Slowake spielt auch sehr gescheit. Rapid nach wie vor beim Versuch gleich zu attackieren auf dem ganzen Spielfeld, während die Wiener Austria erst in der eigenen Hälfte angreift. Kostet natürlich viel Kraft, bin neugierig, wie sich das in der zweiten Hälfte bei Rapid auswirken wird. Gegen Salzburg hat die Mannschaft gute Kondition gezeigt, hat aber gerade dann in der Rapid-Viertelstunde, wie schon einmal gegen Salzburg, das Spiel schlussendlich verloren. Schnell abgespielt von Schöttl und schon abgeblockt. Sehr aufmerksam, ein Bollwerk vor Herbert Gaga, Rashid Rachimov. Er ist wirklich zurzeit
in der Defensive die Drehscheibe, der Angelpunkt im Spiel der Wiener Austria. In der Offensive Simon, der Slowake. Die Fans werden schon unruhig, ich kann es verstehen, wir auch. Wagner. Der Ball müsste für Rapid abgegeben werden, jawohl. Wieder mal zurück. Ja, man versteht es irgendwo. Man will keinen Fehler riskieren, man will nicht in einen Rückstand geraten und dadurch diese Sicherheitsvarianten, so wie jetzt auch wieder, Radajcik. Die Zuschauer wollen aber ein bisschen einen Angriffsgeist sehen, muss sagen ich eigentlich auch, als Zuschauer jetzt. Wie gesagt, viele Duelle im Mittelfeld, hier die zwei alten Freunde, Schmidt und Michi Wagner, aber trotz aller Härte fair. Wettel, jetzt ist ein bisschen Raum da, ob der genützt wird? Ja, Gegenattacke von Leitner und es wird schon wieder zurückgespielt. Da war der Marek Benkser etwas zu klein. Austrianer alle gedeckt, Herbert Gager findet kaum jemanden zum Anspielen, hebt aber jetzt auf Mukhamadjew. Schmidt, Simon, und ich glaube, da hätte er ein bisschen vorsichtiger sein müssen, wollte natürlich den Ball erreichen, ist auf Raimund Hebel gerutscht, der Rapid-Torhüter mutig entgegen und herausgekommen, offenbar an der Nase getroffen, ich hoffe, für ihn, da ist nichts passiert. Für eine gute Aktion der Austria und mit gestreckten Beinen. Ja, machen Sie sich selbst ein Bild. Ich glaube, dass das nicht notwendig war. Das muss ein Spieler spüren, dass er da nicht mehr ganz rankommt. Ja, aber er hat versucht, man muss zu seiner Ehrenrettung sagen, er hat versucht dann im letzten Moment doch den Fuß wieder wegzuziehen. Man sieht es in der Wiederholung. Hedl angeschlagen, ich glaube aber doch, dass er weiterspielen kann. Hier noch einmal. Jetzt zieht Simon den Fuß zurück. Und der Ball trifft ihn auf der Nase und mit dem linken Knie bekommt er ein bisschen was ab, aber nicht mit dem rechten gestreckten Bein. Das hat Simon fairerweise im Fallen zurückgezogen. Es hat im ersten Moment etwas rauer ausgeschaut, als es dann wirklich war. Guter Angriff der Austria war es auf alle Fälle. Und man sieht, es kommt schon was raus, wenn man den Ball noch vorspielt. Radajcik, jetzt war es einmal umgekehrt, attackiert von Simon. Schöttl befördert den Ball raus, weil Radajcik zu Boden gegangen ist. Schiedsrichter, der vierte Mann, Herr Sedlacek, glaube ich, war das, pfeift Wolfgang Frank zurück. Radajcik angeschlagen. Geht schon wieder. Scheint der fragende Blick von Simon zu bedeuten. Jawohl, geht schon. Soll ich zurück? Sie sehen es, ausgeglichen in unserer Statistik, was die Fouls betrifft. 9 auf beiden Seiten. Der Spielstand auch ausgeglichen, leider nicht 4:4, sondern nur 0:0. Oh, durch 2 Fehler Wettel frei. Aber er kommt nicht an den Ball. Wahrscheinlich wird sich eine Torchance
nur aus einem Fehler irgendwo in der Abwehr oder im Mittelfeld ergeben? Zumindest im Moment. Beide Teams bis jetzt relativ gleich stark. Crosby. Leitner bleibt hängen bei Pürk. Der auf Ipua. Gestrecktes Bein von Freund. Ja, klare Entscheidung, man sieht es ganz deutlich. Einsatz beider Teams sehr groß. Das Tempo nicht immer hoch, aber wenn angetreten wird, dann wirklich ordentlich. Aber nach wie vor, Taktik steht im Vordergrund. Offside von Brunmeier, aber eine geschickte Aktion. Zwei Heber haben schon die Rapid-Abwehr aufgemacht. Zweimal war es Brunmeier. Es wird zu weit sein, jawohl. Aber Pürk macht das oder versucht das geschickt zu machen, mit Tempo an der Austria-Abwehr vorbeizugehen, die doch eher auf einer Linie steht. Und aus dem Hinterhalt mit Tempo vorbeizugehen, so wie hier. Wenn man mit vollem Tempo kommt, dann kann auch der schnelle Jürgen Leitner hier nicht mit oder Dosp. Aber er legt sich den Ball zu weit vor. Aber es wäre das richtige Rezept, von der Seite anzugreifen, versuchen zu flanken. Aber das gelingt beiden Mannschaften nicht. Beide Abwehrreihen und beide Mittelfeldreihen machen die Räume an den Seiten dicht. Und es gibt kaum Flanken, die ja wirklich die einzige oder echte Gefahr für eine Abwehr bedeuten. Ball von Bürk. Ja, vielleicht ergibt sich was aus einer Standardsituation. Herbert Gager ist ja ein sehr gefühlvoller Freistoßschütze. Und Ernst Dokobil taucht jetzt auch da in seiner Coachingzone am Spielfeldrand auf. Sehr viele Federball, aber Hedl ist da und jetzt kommt er über Wettel. Doppelpass mit Wettel, Ipua. Jetzt müsste ein bisschen schneller gehen. Dieser Aufbau, der rasche, betrifft beide Seiten. Einsatz von Bürg, Wagner, gut gespielt mit Benxer, Wettel, herrliche Möglichkeit, aber Offside gegeben, eine gute Aktion Rapids, aber der Linienrichter hat sofort Offside gegeben. Was wird der Ernst Dokobil dann seiner Mannschaft in der Pause sagen, knapp 6 Minuten, 5 Minuten jetzt noch zu spielen. Erste Hälfte, Kurzresümee, erste gute Möglichkeit für die Wiener Austria, dann ein Benxer-Kopfball. Die größte Chance des ganzen Spieles hat die Pua vergeben in der 19. Minute, allein vor Wolfgang Knaller. Dann hat die Austria noch eine Möglichkeit gehabt und insgesamt gesehen ausgeglichenes Spiel, beide auf Sicherheit bedacht. Es soll nur nichts passieren, aber so kann man nicht gewinnen.
starker Körpereinsatz von Ratajczyk. Wagner, Banks hat das sehr gut gemacht. Kopfball erwischt, obwohl er doch nicht der Größte ist. Jetzt aber kommt die Möglichkeit auf der rechten Seite. Leitner, rechts geht Schimon mit. Und wieder Foul. Schiedsrichter Grafer gibt den Foulversuch von Schöttl. Das ist richtig. Steht auch so in den Regeln. Foulversuch von Schöttl. Trifft auch leicht Leitner und Freistoß. Klare Sache, korrekte Entscheidung. Auch ein Foulversuch kann vom Schiedsrichter geahndet werden. Gute Entfernung eigentlich für einen guten Freistoßschützen. Etwas mehr als 20 Meter. Ein Mann mit links könnte schießen, aber auch Gager, der ein gefürchteter Freistoßschütze ist. Und nach Schimon mit 5 Toren der zweitbeste Torschütze der Wiener Austria in der Meisterschaft. Auch Janeschitz steht dort, Brummeier. Links der Toni Pfeffer, der könnte versuchen, an der Mauer vorbeizuschießen. Es ist aber Gager. Abgeprallt. Ehrentribüne voll besetzt. Sie jetzt tatsächlich den Herrn Bundespräsidenten da, auch den Herrn Bürgermeister, Innenminister. Alle Fußballanhänger. Sogar die Heidi Schmidt, glaube ich, habe ich so von hinten erkannt. Wettel! Gute Vorarbeit von Ipua, aber im Zweikampf mit Toni Pfeffer hat Arnold Wettel noch immer eine Leihgabe von Porto den Ball hier nicht im Tor von Knaller untergebracht. Arnold Wettel, der zu einem Stammspieler bei Rapid, zu einem wertvollen Mann bei Rapid geworden ist. Heute eher an der rechten Seite spielt und links Raum für Michael Wagner. Noch einmal das Duell Wettel gegen Pfeffer. Ein bisschen überhastet hat Arnold Wettel vielleicht hier doch geschossen. Aber es war schwierig. Noch einmal hier. Schummelt sich hier am Pfeffer vorbei. Dropkick aber drüber. Der Ball inzwischen bei der Wiener Austria verloren gegangen. Benkser gehalten von Rachimov. Klares taktisches Foul, wird jetzt ermahnt von Schiedsrichter Grapier. Ipua. Was war das jetzt? Ja, das müssen wir uns jetzt anschauen. Jetzt in der 45. Minute zeigt Schiedsrichter Grapier Ipua die rote Karte, weil der zuschlägt, und zwar Muhammadjow. Mit der rechten Hand, man hat es deutlich gesehen, Gerangel von beiden Spielern. Jetzt Muhammadjow gegen Ipua, der den Ball zu lange hält. Hängt sich ein und mit der rechten Hand schlägt Ipua zu. Schiedsrichter Grapier muss dabei gestanden sein. Also Ipua setzt die Rotserie in seinen Davis fort. Schimon reklamiert sofort dieses Foul. Man hat es im ersten Moment nicht gesehen. Und wieder einmal muss Herbert Feurer, der Co-Trainer von Ernst Dokopin, Samuel Ipua, den Mann aus Kamerun, frühzeitig vom Feld führen. Da wird der Präsident der Freude haben, der Günther Kaltenbrunner. Ja, und Rapid spielt die zweite Spielhälfte mit nur 10 Mann. Einen Wechsel gibt es auch noch. Es kommt Michael Hatz, sein Debüt, sein Comeback bei Rapid. Ratajczyk geht hinaus, er dürfte sich offenbar da im Mittelfeld verletzt haben. So, und Rapid hat es jetzt schwer, die Mannschaft muss mit 10 Mann auskommen. Korrekter Ausschluss, muss man sagen, von Samuel Ipua. Das Nachschlagen kann sich der Mann offenbar nicht abgewöhnen.
Wären beide weitergelaufen, hätte es ein Gerangel von beiden gegeben, möglicherweise irgendeine Foulentscheidung von Schiedsrichter Graber. Aber wenn man mit der Hand zuschlägt und der Graber ist daneben gestanden, dann muss man diesen Ausschluss machen. Ja, die große Chance natürlich jetzt für die Wiener Austria, die numerische Überlegenheit in der zweiten Hälfte zu nutzen. Der erhitzt, obwohl das Spiel nicht danach war. Sami Ibua hat wieder dafür gesorgt, in einer Ranglerei mit einem rechten Armschlag nach Mukamadiev. Und mit diesem 0:0 ist vorläufig von mir herum einmal der Kommentar beendet. Wir werden versuchen, unten ein Flash-Interview zu machen. Sie sehen, dass hier Peter Schöttl noch einmal bei Graber protestiert, es nicht verstehen will, dass der Vorarlberger Schiedsrichter in seinem vierten Derby Sami Ipur seinen Kollegen ausschließt. So, Andi Felber ist bereits unten mit einem Gesprächspartner. Ja, wir warten, in Kürze kommt Toni Pfeffer zu uns. Er wird uns schildern, wie die erste Spielhälfte ausgegangen ist. Toni Pfeffer kommt gleich zu uns. Hier eilt er schon herbei. Da ist er, Toni. Toni, die ersten 45 Minuten, kurze Analyse. Ja, kurze Analyse. Es ist ein bisschen mit Angst verbunden, das Ganze. Ich weiß nicht warum, es ist ein bisschen ein Krampf drin. Aber wir probieren jetzt natürlich zweite Halbzeit, dass wir das Ganze lösen und eben jetzt weiter nach vorne spielen oder endlich einmal nach vorne spielen und einmal die nötigen Tore zu erzielen. Was haben Sie gesehen beim Ibur, beim Ausschluss? Ja, er ist natürlich gehalten worden, ist keine Frage, nur er braucht er nicht mit dem Ellbogen aushauen und da ist es ganz klar mit einer roten Karte zu enden. Was bedeutet das für die Austria jetzt, einen Mann mehr? Ja, das hat man so oft gesehen im Fußball, dass nicht unbedingt besser ist, wenn man ein Mann mehr ist, weil der Gegner ihm dann noch mehr läuft. Aber jetzt müssen wir eben schauen, dass wir uns gescheit verhalten und eben sie nicht kontern lassen. Das ist nämlich auch gefährlich und trotzdem dann ein, zwei Tore erzielen. Danke, Toni Pfeffer. Der Austria-Kabin geht in die Kabine und der Austria-Präsident steht hier bei mir und hat etwas Neues von der Austria. Was gibt es Neues bei der Austria? Das ist eine Briefmarke. Es ist ja eine gute Einführung der österreichischen Post. Voriges Jahr war Rapid dran, heuer Austria. Dass wir nicht die Ersten waren, schmerzt mich natürlich als ehemaliger Postminister, aber die Marke ist schön und ich glaube, dass sie einen ordentlichen Wert hat, sodass sie auch im Umlauf kommt. Was gibt es Neues, die zweite, was gibt es Neues in Sachen Trainerfragen? Wie weit sind die Gespräche mit Heribert Weber vorangeschritten? Ja, wir reden mit einigen Herren und sie kennen mich. Ich sage erst dann in der Öffentlichkeit etwas, wenn die Unterschrift unter Verträgen steht. Wir haben einen österreichischen Ast, einige Herren, die wir uns in Österreich anschauen. Und wir haben auch einen Ast mit einigen internationalen Trainern. Aber ich glaube, dass es ein österreichischer Trainer werden wird. Ja, und ich begrüße bei mir im Studio Heribert Weber, der möglicherweise, so hört man, der neue Austria-Trainer werden wird in der kommenden. Heribert Weber, ja, heute hier in Wien im Stadion nur als Besucher des Derbys oder hat es da auch schon Gespräche vorher gegeben jetzt mit dem Präsidenten? Na, Derbys zwischen Austria und Rapid sind immer interessante Spiele und ich hätte mir auch ohne das Interesse der Austria dieses Spiel angeschaut, weil auch Austria ein Gegner von uns ist im UEFA Cup. Wie konkret sind diese Gespräche, dass Sie möglicherweise der Nachfolger von Wolfgang Frank werden? Schauen Sie, ich bin jetzt Salzburg-Trainer und das bin ich bis Ende Juni und es gibt keine Spekulationen und es gibt zwar Interesse und es hat auch schon Gespräche gegeben, aber ich werde mein alles, was ich in mir habe, noch verwenden dafür, dass Salzburg in einen internationalen Bewerb kommt und dass meine Mannschaft bis Saisonende so gut spielt wie möglich. Aber rein generell besteht Interesse Ihrerseits? Ich bin nach allen Seiten offen. Würde das bedeuten, dass Sie vielleicht mehr Perspektive sehen bei der Wiener Austria als bei der Salzburger Austria? So kann man das nicht sagen. Ich glaube, dass wir in diesen zwei Jahren, wo ich jetzt dort gearbeitet habe, ein Potenzial entwickelt haben, das für die Zukunft einiges verspricht. Wir haben wirklich sehr, sehr gute junge Spieler in Verbindung mit guten Routiniers.
Und ich glaube, dass einem nicht bange sein muss um die Zukunft dieser Mannschaft. Natürlich ist auch Austria Wien, genauso wie Rapid, eine Größe in Österreich, war es immer und wird es hoffentlich in Zukunft wieder sein. Und wenn Interesse besteht von der Austria her, dann bin ich auch bereit, mit der Austria Gespräche zu führen. Ja, aber noch einmal, entschuldigen Sie, wenn ich da ein bisschen nachbohre. Heißt das vielleicht, dass Sie ein bisschen unglücklich sind bei Salzburg? Nein, ich bin überhaupt nicht unglücklich bei Salzburg. Ich habe bis jetzt nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer bei Salzburg eine sehr schöne Zeit verlebt. Ich weiß auch, dass diese Zeit jetzt bis Sommer noch schön sein wird, aber jeder weiß eben, dass der Beruf des Trainers einer ist, wo es immer wieder Veränderungen gibt. Und nachdem ich bei Salzburg noch keinen Vertrag für die nächste Saison unterschrieben habe, bin ich, das möchte ich noch einmal wiederholen, nach allen Seiten offen. Okay, belassen wir es einmal dabei. Herr Weber, wie gefällt Ihnen das Spiel bis jetzt? Ja, es ist sicher momentan noch nicht dieses rasige Spiel, was man eigentlich von einem Derby erwartet. Rapid spielt fast nur auf Konter und die Austria versucht eigentlich nur, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Trotzdem hätte jede der beiden Mannschaften schon in Führung gehen können. Sie haben beide sehr große Chancen gehabt. Auf der einen Seite Ibu, auf der anderen Seite Simon und Brunnmeier. Und jetzt natürlich durch den Ausschluss von Ibu ist es so, dass die Austria sich einen kleinen Vorteil hat. Gleich den Ausschluss an. Gerechtfertigt Ihrer Meinung nach? Ja, ich habe das hier im Fernsehen nicht so genau gesehen, aber natürlich ist der Ibur nicht nur für die gegnerische Mannschaft extrem gefährlich, er gefährdet auch immer die eigene Mannschaft mit seinen unmotivierten, ich kann das fast nicht beschreiben, warum er das macht, eines Profis nicht würdig. Er ist ein so hervorragender Fußballer, dass er das nicht nötig hat. Ganz kurz noch zum Abschluss, wer wird gewinnen, Ihrer Meinung nach? Es wird natürlich jetzt mit Rapid sehr schwer. Sie haben ihren besten Stürmer jetzt durch Ausschluss verloren. Man wird sehen, was die Austria vor allem in der Offensive daraus macht. Aber natürlich glaube ich schon, dass die Austria jetzt die Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Danke, Herr Herbert Weber, für diesen Besuch bei uns im Studio. Kann ich drauf losreden? Name Peter Schöttl. Geboren am 26. März 1967. Ausbildung AHS Matura. Am liebsten höre ich vor allem österreichische Künstler Cornelius, Ambros, Fendrich, Danzer. Wenn ich einmal richtig lachen will, gehe ich ins Kabarett, wobei mein besonderer Liebling der Alfred Dorfer ist. Der Bademeister war eine Autorität für uns Kinder. Wann sind die hier verflüssen, dass du aufsetzt, der Watschen? Obwohl er Austria-Fan ist. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, bin eher ruhig, glaube aber, dass ich im richtigen Moment schon auch ein gewisses Temperament in die Waagschale legen kann. Ich glaube, das ist eigentlich der Spieler, der man vielleicht eigentlich im Ausland abgeht, weil aufgrund seiner Fähigkeiten, glaube ich, hätte er den Sprung wirklich schaffen müssen. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielern war es für mich nie der große Wunsch, im Ausland zu spielen. Ich habe meine Eltern hier, meine Freunde und das sind alles Dinge, die sehr wichtig sind für mich, die vielleicht auch wichtiger sind, als woanders zu spielen und etwas mehr Geld zu verdienen. Ein gescheiter, ruhiger Bursche, der wie gesagt vielleicht ein bisschen sehr sensibel ist. Sehr sensibel. Nur habe ich es mir mit der Zeit angewöhnt, es nicht mehr jedem zu zeigen. Der nicht ganz so cool ist, wie er immer wirkt. Ich habe mit der Zeit gelernt, dass es nicht unbedingt immer klug ist, seine Emotionen in der Öffentlichkeit zu sehr zur Schau zu stellen, weil es irgendwann einmal gegen einen ausgelegt wird. Familie bedeutet mir eigentlich alles, ist der wichtigste Teil in meinem Leben und ein Leben ohne Familie, speziell ohne Kinder, könnte ich mir nicht mehr vorstellen. In meinem Beruf als Verteidiger muss ich eine gewisse Härte an den Tag legen, Härte mir gegenüber, Härte aber auch meinem Gegenspieler gegenüber, aber als
Familienmensch und Vater schaut das zu Hause natürlich ganz anders aus. Und wenn man zwei Kinder hat, so wie ich, muss man natürlich zu Hause auch sehr, sehr weich sein. Was keiner von mir weiß, werde ich auch jetzt sicher nicht sagen. So, in wenigen Augenblicken wird Schiedsrichter Grabherr die zweite Spielhälfte anpfeifen. Wenn Sie jetzt erst zugeschaltet haben, 0:0 hier vor etwas mehr als 15.000 Zuschauern im Happelstadion. Rapid in der zweiten Hälfte dezimiert nach einem gerechten Ausschluss von Samuel Ipua, nach einem Faustschlag mit der rechten, einem Gerangel mit Mukamadjew, dem kleinen Tadschiken, in den Reihen der Wiener Austria. Einen Wechsel hat es gegeben. Bei Rapid spielt nun Michael Hatz, da wurde schon gewechselt in den letzten Sekunden der ersten Hälfte, statt Ratajczyk, der offenbar angeschlagen ist. Hatz also Manndecker nun gemeinsam mit Schöttl. Und Rapid muss nun versuchen, in numerischer Unterlegenheit über die Runden, über die restlichen 45 Minuten zu kommen. Die Wiener Austria ist jetzt, wenn man genau rechnet, 525 Minuten ohne Derby-Tor gegen Rapid. Und jetzt in dieser zweiten Spielhälfte öffnet sie natürlich alle Chancen, in Überzahl endlich aus der Sicht der Violetten ein Tor im Derby zu erzielen. Aber Rapid wird, wie in der ersten Hälfte, Herbert Weber hat es ja im Interview gesagt, wieder versuchen auf Konter zu spielen. Das muss die Mannschaft jetzt natürlich. Darf aber nicht solche Fehler machen wie Vettel jetzt. Brumeier und Jakan blockt ab. Rachimov, diesmal sehr brav, im Gegensatz zu seinem ewigen Widerpart vergangener Derbys, Sami Ipua. Und der hat jetzt schon ein ganz schönes Konto. Einmal rot im Derby, einmal nachträglich gesperrt nach einem im Fernsehen bei uns nachgewiesenen Kopfstoß. Damals 3 Spiele Sperre und ich kann mir vorstellen, dass die Sperre für Ipua natürlich jetzt noch länger ausfallen wird. Herbert Weber hat es treffend charakterisiert, der Sami Ipua hätte das nicht notwendig, ist ein exzellenter Fußballer. Möglicherweise ist er für seine Mannschaft aber gefährlicher als für den Gegner, eben durch sein Ausrasten bei Duellen. Wenn man es ganz korrekt nimmt, Mukamadjew hätte auch Geld bekommen können für Halten, aber das Rot und das Schlagen von Ipua ist unentschuldbar. So, jetzt konzentrieren wir uns auf die zweite Hälfte, wie es hier Wolfgang Frank, der Austria-Trainer, tut. Bei einem Erfolg wäre es sein erster Derby-Erfolg. Er wird ja, wie gesagt, die Wiener Austria verlassen. Er arbeitet aber zielstrebig, konsequent. Man sieht das auch an der taktisch guten Leistung seiner Mannschaft gegen Rapid. Was beiden Teams abgeht, ist der Mut zum Risiko in der ersten Hälfte. Das betrifft mehr die Wiener Austria als Rapid. Die Rapidler haben doch versucht, das Spiel zu machen, wenn auch meist aus Konter. Hatz bei seinem Comeback. Jetzt müsste Austria ein bisschen was riskieren. Man hat einen mehr. Man hat eine Anspielstation mehr. Man hat einen mehr zum Verteidigen. Ich bin eigentlich, wie sich die Mannschaft jetzt gibt. Wolfgang Frank wird ihr schon das Richtige gesagt haben, der Mannschaft, aber ob es dann auch ausgeführt wird. Man hat es auch am Interview von Toni Pfeffer gehört, der hat gesagt, wir müssen endlich noch vorspielen. Ja, aber warum tun sie es nicht? Auch jetzt Geschiebe in der Abwehr. Die Rapid-Abwehr versucht zu decken, Penkser, die einzige Sturmspitze, zieht sich auch zurück. Naja, ich habe ihn, scheint die Gäste von Raimund Hedl zu sagen. Hier noch einmal, ein bisschen verschätzt beim Aufspringen. Fall von Schöttl. Mukamadjew, der kleine Quirl,
aus Novgorod. Gaga, schön in den Raum gespielt und Hedl im Nachfassen. Ist richtig herausgekommen, der Rapid-Torhüter. Oh, Fehler von Gaga. Benxer, noch immer Benxer. Guter Schuss. Wagner kommt nicht mehr an den Ball. Und das ist die Gefahr für die Wiener Austria, die Konter der Rapidler in numerischer Unterlegenheit. Ball jetzt für Rapid. Hier noch einmal. Fehler von Herbert Gager. Binkser. Geht hier an Dospel vorbei. Linksschuss und gut gehalten von Knaller. Jetzt der Eckball. Pfeffer. Kopfballstärkste Austrianer da hinten sicher. Wimmer. Noch immer Wimmer. Michael Wagner heute sehr gut abgeblockt, meist von Schmidt, der den defensiven Part im Austria-Mittelfeld sehr gut spielt. Jetzt Möglichkeit über Muchamadjew. Da bietet sich Schmidt an. Und Benxer. Treffer. Gute Flanke vom Pfeffer. Dospel. Leitner. Und Hatz. Wendet sich das Spielgeschehen, wie es vorauszusehen war, in der Hälfte Rapid sein. Schimon. Austrian angewacht jetzt, der möchte natürlich ein Tor sehen in der Hälfte, wo der Austrian steht. Benxer ist jetzt mit einer ausgezeichneten Leistung, musste ja im Spiel gegen Salzburg so wie Herauf auf der Tribüne Platz nehmen. Herauf hat mit Hatz zur Pause aufgewärmt und möglicherweise wird auch er im Mittelfeld heute noch zum Zug kommen. Wir werden sehen. Wird schon aufgewärmt. Das ist natürlich die große Chance für den Andi Herauf nach seiner Achillessehnenoperation. Er war schon im Teamtrainingslager bei Herbert Prohaska mit dabei. Braun bleibt vorläufig auf der Bank und Andi Herauf wird das Mittelfeld verstärken. Ich bin eigentlich, wen er herausnehmen wird. Ja, da hätte Janischitz attackieren müssen, da hatte Wimmer alle Zeit der Welt, um den Ball noch dort laufen zu lassen. Und jetzt kommt der Wechsel bei Rapid. Wettel sein, vielleicht weil der doch eher einen offensiven Part hier inne hat, aber wir werden ja sehen. Pfeffer. Schöttl nach wie vor gegen Brunmeier die meiste Zeit. Wettel. Wagner, schön gemacht gegen seinen Schatten Schmidt für Wettel.
Der spielt genau auf Pfeffer. Es ist ein bisschen mehr Tempo ins Spiel gekommen. Klar, die Austria drängt jetzt auf ein Tor, muss auch schnell versuchen, eins zu schießen, bevor sich Rapid an die neue Konstellation gewöhnt hat und eingestellt hat. Aber bis jetzt steht die Rapid-Abwehr recht gut. Abgeblockt hat Jakob. Jetzt kommt der Wechsel. Und wie wir es angekündigt haben, aus dem Spiel geht Arnold Wettel und Andi Herach nimmt seine Stelle ein. Comeback nach seiner Verletzung, die er sich auch in einem Spiel gegen die Wiener Austria vor knapp einem Jahr zugezogen hat. Bin neugierig, wie es für ihn laufen wird. Hat sich auf sein Comeback gefreut, hat heute gestrahlt, als er in die Kabine gekommen ist und erfahren hat, dass er eben auch bedingt durch die Krankheit und den Ausfall von René Wagner in den Kader kommt. Attackiert in der eigenen Hälfte, sogar in numerischer Unterlegenheit. Die Austria muss wieder zurückspielen oder spielt zurück. Muss, weiß nicht, ob sie muss. Auf alle Fälle, der Raum ist sehr eng gemacht. Er kann auch weit aufgerückt mit seiner Abwehr. Jetzt der weite Pass auf Schimon und ein Eigentor von Michael Hartz. Das ist ein verpatzter Einstand für den Hartz. In der Hektik, im Bemühen abzuwehren, hat er den Ball, der auf Schimon gespielt war, ins eigene Tor befördert. Und die Wiener Austria führt hier 1:0. Diese Torsperre nach 525 Minuten, jetzt in der 56. Minute durch ein Eigentor von Michael Hartz zu Ende. Und das letzte Tor, das die Wiener Austria erzielt hat, war auch ein Eigentor, und zwar von Radetzky. So wiederholt sich die Derby-Geschichte. Jetzt wird es natürlich schwer für Rapid. Jetzt wird es schwer für die Mannschaft von Ernst Doppelbühl. Und der Michael Hartz wird sich seinen Einstand und sein Comeback auch anders vorgestellt haben. Jetzt muss Rapid riskieren. Jetzt muss die Mannschaft auch in Unterzahl riskieren. Schöttl geht protestieren. Warum fahrt ihr so rein? Michael Wagner angeschlagen. Und auch der Toni Pfeffer. Der Herr Graber hat Karten in der Hand. Welche Kartenspiele gibt es jetzt? Gelb für Pfeffer. Aber bis jetzt die Schiedsrichterleistung wirklich tadellos. Ausgezeichnet, muss man sagen. Jens Dokopil regt sich da unten auf. Aus seiner Sicht auch verständlich. Und jetzt schauen wir uns das Tor noch einmal an. Rettungsversuch von Hartz. Kerzengerade, genau mitten ins Tor. Herrliches Tor, wenn man boshaft ist. Aber das ganze Fußballwerkel ist ein Spiel. Zum Spiel gehört der Begriff Glück dazu, Pech dazu. Der Michael Hartz hat Pech gehabt. Aber eigentlich hätte er den Ball auch anders wegbefördern müssen, muss man auch sagen. In der ersten Division muss man dazu imstande sein. Ja,
mein Kollege Andi Felber hat in den Annalen geblättert. Das ist die erste gelbe Karte für den Toni Pfeffer hier in dieser Saison. Und für einen Manndecker ist das doch eher ungewohnt. Jetzt wird das Spiel schneller. Rapid versucht auch schneller zu spielen. Und die Austria hielt sich jetzt schon zum wiederholten Mal mit taktischen Fouls im Mittelfeld. Aber auch das ist klar, das gehört auch dazu. Beide Feldherren an der Outlinie. Bis jetzt gelingt es der Austria vor allem Michael Wagner abzublocken. Da geht immer ein anderer hin, wenn er gefault wird. Und jetzt wird es ein bisschen widersinnig, denn möglicherweise wird jetzt die Austria mit einem Mann mehr auf Konter spielen. Das 1:0 abzusichern versuchen. Und vielleicht schaut der Sami Ipua zu, wie seine Kameraden hier in Not sind. Vielleicht macht ihm das ein bisschen klarer im Kopf. Bürg ist jetzt mit guten Flanken herauf. Gut abgeblockt von Herbert Gager, der kleine Benxer. Aber Rapid versucht, gefährlich zu werden. Hopp oder Drop. Und die Mannschaft muss Risiko nehmen, sonst würde eine Niederlage bedeuten, dass man in der Tabelle zwar nicht an Rang verliert, sondern an Punkten. Und dass die Verfolger in einem Kampf um einen UEFA-Cup-Platz immer näher kommen. Und das ist ja sehr wichtig. Die Clubs mit großen Budgets müssen versuchen, in einen internationalen Bewerb zu gelangen. Das gilt für die Mannschaft von dem Herbert Weber, der hier zu Gast ist, das gilt für die Wiener Austria, das gilt natürlich für Rapid hier, das gilt auch für den GAK, Sturm scheint ja Meister zu sein, aber auch noch für den LASK, der um teures Geld ein Star-Ensemble zusammengekauft hat. Da wärmt sich ein Stürmer-Duo auf, das ist Keller, der Ex-Prater und Vorarlberger Legionär und Hrivnak, neuer Mann bei der Wiener Austria und Michael Wagner. Gerd Wimmer geht mit an der rechten Seite und der Schmidt passt auf den Freund aus früheren Tagen ganz genau auf. Wimmer noch einmal. Herauf. Der Hartz ist jetzt gar nicht mehr zum Ball hingegangen. Gleitner. Ungenau der Abschlag von Hedl jetzt. Hat er Zeit gehabt. Über eine Viertelstunde jetzt in der zweiten Hälfte gespielt. Austria führt durch ein Eigentor von Michael Hatz, der sein Comeback mit so viel Pech eingeleitet hat. 1:0. Und nach drei Derby-Niederlagen und einem Unentschieden scheint Wolfgang Frank endlich zu einem Derby-Sieg zu kommen. Aber das Spiel ist noch nicht aus und Rapid versucht zu kontern. Fehler. Wagner, noch immer Wagner, super Solo. Und er macht das Tor! Gerade in diesem Augenblick macht der Michael Wagner das Tor, dem er so lange nachgelaufen ist. Sein erstes Meisterschaftstor, das Tor gegen seinen ehemaligen Club und der Ausgleich durch den Spielmacher Rapid, der bis jetzt wirklich abgeblockt wurde, aber im richtigen Moment die Initiative ergriffen hat. 1:1 in der 63. Minute. Wer hätte das gedacht? Sicher keiner der Austria-Fans. Rapid gelingt der Ausgleich durch dieses herrliche Solo. Michael Wagner zwischen Rachimov und Gager durch. Er weist sich hier als weitaus schneller als die beiden Innenverteidiger. Und er bezwingt Wolfgang Knaller. Macht das sehr überlegt, ähnlich wie das Tor von Simon gegen den LASK. Schiebt den Ball an Knaller vorbei. Bei der Austria auch ein Wechsel. Beide Sturmspitzen, Brummeier und Muhammadiev hinauf und Kellner und Hrivnak kommen ins Spiel.
Rybnak, 25-jähriger Stürmer aus der Slowakei vom BSC Bardejov. Und den Christian Kellner, den kennen die Austria-Fans ja, hat auch schon ein Meisterschaftstor erzielt. Neue Impulse also jetzt für die Mannschaft von Frank durch den Trainer, und der Ernst Dokopil kann sich jetzt etwas ruhiger zurücklehnen. Jetzt wird Rapid natürlich warten, was die Austria unternimmt, und weiter auf Konter lauern wie jenen von Michael Wagner. Jetzt wird das Spiel wieder spannend. Und jetzt muss die Austria was tun. Ein bisschen ist sie auch bestraft worden, weil sie so wenig Initiative gezeigt hat. Kein Mut zum Risiko, auch in numerischer Überlegenheit, doch den Ball eher hin und her geschoben, so wie jetzt. Gleitner. Und wieder ein Kopfball von Hatz, aber diesmal keine Gefahr für den eigenen Torhüter. Und wir zeigen Ihnen noch einmal diese Solo-Aktion von Wagner aus unserer eingebauten Kamera im Tornetz. Knaller hatte keine Chance. In der Zwischenzeit Rapid wieder beim gegnerischen 16er gewesen. Wird Ernst Dokopil noch einmal tauschen? Das ist jetzt die Frage. Herav schon im Spiel, hat schon im Spiel, hat noch Cardoso und Stumpf draußen. Aber ich glaube eher, dass er die Mannschaft, die bis jetzt gut gespielt hat, zusammenlassen wird. Der Austausch von Radajczyk ist ja wegen einer leichten Verletzung erfolgt. Freistoß durch Janeschitz. Hedl. Von Rybnak. Hat. Guter Pass auf Benksa. Ball von Dospel gibt Schiedsrichter Grab her. Schon lange hat kein Austria-Stürmer ein Tor im Derby erzielt. Das letzte Tor aus eigener Kraft, das hat Schießwald geschossen. Austria-Freunde werden sich daran noch erinnern. Ich bin neugierig, ob der Wechsel jetzt etwas bringt, ob eventuell Kellner oder Rybnak zu einem Torerfolg kommen. Wie immer etwas schneller als Janeschitz. Bei Rybnak bemerkt man, dass er noch etwas Lampenfieber hat, am Ball etwas unsicher. Enger decken scheint hier die Gäste von Ernst Dokopil gesagt zu haben. Janeschitz, Rybnak. Ja, der ist nervös, man spürt seine Nervosität, sein Lampenfieber bei seinem ersten Derby. Ernst Dokopil kann aufatmen. Jetzt sind die Rapid-Fans wieder aufgewacht. Aber das Tor von Wagner, muss man sagen, war zum Aufwachen. Und für das Spiel ist zu hoffen, dass die Wiener Austria jetzt aufwacht, dass sie mal ein bisschen mehr Risiko eingeht. Aber es zeigt sich ja in vielen Spielen, wo eine Mannschaft in numerischer Unterlegenheit spielt, dass man gerade im Konter gefährlich ist.
dass sich gewohnte Taktiken auflösen, dass der Gegner gerade mit seiner Überzahl nicht zurande kommt. Wer jeder, der selber Fußball spielt, hat das wahrscheinlich schon oft auch selbst erlebt. Und jetzt spielt die Wiener Austria sogar zurück. Der Anhang pfeift ein bisschen, ich verstehe es. Man versucht kontrolliert zu spielen, das ist okay. Aber es fehlt die Effizienz, der letzte Pass, der funktioniert bei der Wiener Austria nicht. Der entscheidende Pass. Wagner. Beraf, gut abgeblockt jetzt. Und Pfeffer. Kellner, großes Talent, der hat auch den nötigen Torriecher, aber kommt doch nicht regelmäßig zum Einsatz. Da sind zwei Spieler verletzt. Hartz spielt weiter, obwohl Benxer den Ball hinaus befördern wollte. Und das jetzt auch tut, hier noch einmal die Szene. Ich glaube, das ist der Leitner. Ja, da bleibt einem die Luft weg bei so einem Zusammenprall, ist ganz klar. Gerd Wimmer holt sich hier noch Tipps seines Trainers. Wird auch sicher einige Anordnungen von Tocqueville weitergeben an die Mannschaft. Das Spiel geht weiter, während der verletzte Spieler noch außerhalb des Spielfeldes ist. Wieder Benxer, der für einige Unruhe bei den Austrianern gesorgt hat. Der Herr hat wieder seine Kopfballstärke gezeigt. Trainer Frank reagiert bereits nach dieser Verletzung. Hier geht es weiter, obwohl es gestrecktes Bein von Wagner war. Nimmer. Freund. Hartz. Und Wolfgang Frank, der hier hineinruft, wird auch einen neuen Bank bringen. Schießwald macht sich schon langsam da unten neben Wolfgang Frank schon warm. Offside von Penkser.
Knapp eine halbe Stunde in der zweiten Spielhälfte gespielt. Hier noch einmal der Einsatz von Penxer, wurde da ein bisschen gehalten. Jetzt ist er schon wieder am Ball. Noch immer 1:1 im Spiel im 212. Derby zwischen Austria Wien und Rapid Wien. Die Torschützen hat sein Eigentor gleich zu Beginn der zweiten Hälfte und der Ausgleich dann nach einem Solo von Michael Wagner, wenn sie erst später zugeschaltet haben. Rapid wehrt sich, die Austria in numerischer Überlegenheit, kann diese Überlegenheit nicht ausnutzen. Ball von Rybnak, da gibt es wahrscheinlich auch Geld. Mit dem Ellbogen, ganz klar. War auch eine Ellbogenattacke, wird man jetzt im Rapidlager sagen. Kann ich mir gut vorstellen, bei den Protesten bei Schiedsrichter Grabher. Aber es war doch im Zweikampf. Und ein bisschen ungeschickt schaut der Rybnak aus, auch wenn er den Ball annimmt, muss man auch dazu sagen. Gelb ist korrekt. Und Peter Schöttl steht schon wieder. Die Rapid-Viertelstunde wird jetzt eingeklatscht. Bin neugierig, was Rapid anfangen wird. Gegen Salzburg hat es einen Gegentreffer gegeben, den entscheidenden Treffer durch Grassler in der 76. Minute. Wimmer hat sich da durchgesetzt, der Mann spielt wirklich gut. Wieder Wagner, nützt seine Antrittsschnelligkeit aus und kann Penxer nicht anspielen. Jetzt ist ein bisschen Platz für die Austrianer, es müsste jetzt schneller gehen. Rybnak, jetzt kann er zeigen, was er kann. Naja. Hier noch einmal. Ja. Herauf gegen Schmidt. Und wieder zurück. Also im Zurückspielen waren in der ersten Hälfte beide gut. Die Austria setzt das auch in numerischer Überlegenheit fort. Zu weit. Pass war für Rybnak gedacht, aber den hatte Hatz schon abgeblockt. Jetzt dürfte Schießwald ins Spiel gebracht werden. Er war der letzte Austrianer, der im Derby ein Tor erzielt hat. Schmidt, ganz rechts wäre Dospel frei. Penxer ist schon dort, der bewältigt ein ungeheures Laufpensum. Bürk jetzt eher defensiv eingestellt, kommt nur noch selten nach vor, ist ganz klar. Und Dospel nun aus dem Spiel und Schießwald ins Spiel. Also ein junger Spieler gegen einen anderen jungen Spieler. Die Austauschwahl von Trainer Wolfgang Frank. Elf Minuten hat die Wiener Austria noch Zeit, hier einen Sieg einzufahren in Überzahl.
5 Torschüsse der Wiener Austria, 6 von Rapid. 1:1 der Spielstand. Kleiner Vorteil für die Grün-Weißen in dieser Statistik des Spiels. Da Handspiel dabei, wenn auch unabsichtlich. Aber Schiedsrichter Grabia entscheidet auf Handspiel. Die Distanz, um direkt auf Tor zu schießen, scheint zu groß zu sein. Michael Wagner am Ball, der Torschütze zum 1:1. Wimmer. Aber der Ball war schon im Out, der Einsatz des Rapidlers vergebens. Linienrichter hat sofort die Fahne in der Höhe. Gerd Wimmer mit einer ausgezeichneten Leistung, sowohl offensiv als auch defensiv. Der junge Mann, der früher bei Admira Wacker gespielt hat, unter 21 Teamspieler war, hat sich wirklich etabliert. Schießwald, neue Kraft im Spiel der Wiener Austria. Gestrecktes Bein von Schießwald. Schiedsrichter Graber holt sich den neuen Mann im Spiel der Wiener Austria. Und gelb. Zwei gelbe Karten jetzt für die Austrianer. Zuerst Rivnak, jetzt Schießwald. Spiel wird härter. Hier noch einmal der Antritt von Schießwald und die Attacke. Und er trifft Michael Hatz. Gelb. Auf alle Fälle, der Rapidler muss von Dr. Lugscheider noch verarztet werden. Auch Marcel Frey dabei, glaube ich. Auch er wird von der Tragbare oder mittels der Trage hinausgebracht werden müssen. So schreibt es die Regel vor. Hier noch einmal. Auf alle Fälle kostet das Zeit, die Zeit der Wiener Austria, wenn ich mir auch vorstellen kann, dass Schiedsrichter Graber, der bis jetzt wirklich ein korrekter, umsichtiger Leiter des Spiels war, nachspielen lassen wird. Der offiziellen Spielzeit nach geht es noch etwa 7 Minuten. 7 Minuten Zeit für die Wiener Austria, noch den Heimsieg einzufahren, wie gesagt. Es ist schon bemerkenswert, seit dem 14.10.95, als Austria gegen Rapid 4:1 gewann, hat kein Stürmer mehr ein Tor für die Wiener Austria in den Derby erzielt. Damals war es Ogris mit 2 Toren, der als Stürmer Tore für die Wiener Austria erzielt hat. Jetzt Ballbesitz 56% für die Wiener Austria gegen 44, 2 Corner für Rapid. Und Sie haben es ja auch gesehen an den Torschützen, Rapid mit einem Schuss im Vorteil. Spielstand aber 1:1 ausgeglichen. Wieder Michael Wagner. Jetzt bin ich neugierig, ob in den letzten Minuten die Austria noch einmal alles versuchen wird, um hier zum Erfolg zu kommen. Rapid wird versuchen, aus Kontern hier noch vielleicht zu einer Chance zu kommen, wird aber versuchen, doch, wie es jetzt aussieht, dem momentanen Spielgeschehen nach, dieses 1:1 zu halten. Bürg lässt sich Zeit, könnte der Schiedsrichter auch einmal eingreifen, auch Hedl hat sich vorher Zeit gelassen. Fehler von Schießwald, wieder Foul, hat Bürg nach dem Fehler gehalten. Und der Schiedsrichter steht dabei, Grabe auch, was die Laufarbeit betrifft, ganz hervorragend. Bürg, zu weit, die Flanke, und auch zu weit für Penkser. Ich bin neugierig, was die Protagonisten dieses Spiels nachher sagen werden. Jetzt kommt auch noch Cardoso, der Australier, der von den Adelaide Sharks geholt wurde, 25 Jahre alt. Und Michael Hatz, der angeschlagen wurde, geht aus dem Spiel. Freund spielt nun Manndecker statt Hatz gegen Kellner im Moment. Cardoso wird das Mittelfeld verstärken. Also der Auftritt von Michael hat sehr unglücklich. Erst einmal ein Eigentor und dann gleich verletzt. Kann einem leid tun. Hier begleitet von Masseur Frey.
aufgestützt hier. Entscheidet Schiedsrichter Grabher. Die letzten 5 Minuten brechen jetzt an. Großer Einsatz von Jürgen Leiten, aber dieser Einsatz nicht belohnt. Bis jetzt nicht ein Angriff der Wiener Austria über die Flanken. Da macht Rapid den Raum dicht und die Austrianer können sich nicht durchsetzen. Schieben den Ball nach wie vor in der eigenen Abwehr hin und her. Ich kann mir denken, dass der Blutdruck bei Trainer Wolfgang Frank schon ziemlich hoch ist. Ball von Pürk. Was war, scheint die Geste von Jans Dokupil zu sagen. 3 Minuten muss er noch zittern oder ein bisschen mehr, ob dieses 1:1 hält. Da unten steht auch niemand auf, auch nicht auf der Ehrentribüne, wo die versammelte Prominenz aus Politik, Sport, Kultur und Wirtschaft versammelt ist. Kopfabwehr von Wimmer. Und vor der Linie gerettet Jerkan, nachdem Hedl überhoben wurde. Es hat ein bisschen noch offside zuerst ausgesehen, aber der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Jetzt Trankperiode in der Schlussphase, den letzten 3 Minuten, den offiziellen im Rapid-Strafraum. Schauen wir noch einmal, bevor Janisic den Corner schießt. Und Jerkan hat den Ball gehabt. Abstoß. Entscheidet der Schiedsrichter. Auch hier eine unübersichtliche Situation wie zuerst. Rapid wollte hier 3 Punkte machen, nach der Niederlage gegen Salzburg. Ein Mann hat das mitvereitelt, das muss man jetzt noch einmal in Erinnerung rufen. Sami Ipua durch seine Unbedachtsamkeit, wie so oft, nach einer harten Attacke seines Gegenspielers, das muss man auch dazu sagen, nach Halten und Rempeln, konnte er seine Nerven nicht im Zaum halten. Zurückgeschlagen mit der rechten Hand und zu Recht ausgeschlossen, seine Kameraden faktisch damit im Stich gelassen. Das müsste er sich selbst einmal vor Augen führen. Auf der anderen Seite wieder die Wiener Austria, wenn man jetzt ein bisschen Bilanz zieht, wie in der ersten Hälfte weitergespielt, den Ball in der Abwehr hin und her geschoben, nur selten nach vorgespielt. Hatten in der ersten Hälfte beide Teams nur wenig Risiko genommen. Die Austria hat das weitergemacht. Rapid musste dann auf Konter spielen, eher als in der ersten Hälfte. Das erste Tor für Rapid unglücklich zustande gekommen. Eigentor von Michael Hatz, dessen Debüt insgesamt oder Comeback, nachdem er von Lecce geholt wurde, verunglückt war. Eigentor und dann verletzt ausgeschieden. Der Ausgleich Rapids durch ein spektakuläres Tor von Michael Wagner zustande gekommen. Aus der Sicht der Rapidlers würde man sagen, das war gerecht. Wir waren ja um einen weniger, deshalb ein schönes Tor. Aber wer gewinnt dieses Spiel? Oder geht es unentschieden aus? Hält die Serie von Wolfgang Frank, dem Austria-Trainer, an, der bis jetzt noch kein Derby gewinnen konnte, nur einmal 0:0 gespielt hat, die übrigen Derbys verloren hat. Schießwald. Er hat das letzte Austria-Tor erzielt. Jetzt Foul an Schießwald. Ich glaube, es war Cardoso. Aber Schießwald bringt frischen Wind. Hat sich auch ein bisschen niedergelegt nach einem Rempler von Cardoso. Und die reguläre Spielzeit nun vorbei. Wir sind bereits 30 Sekunden in der Überspielzeit. Vor
Ball von Rachimov, gibt der Schiedsrichter Grabher. Hier noch einmal. Trifft Banks am Fuß und verletzt sich selbst. Aber wie gesagt, Rachimov leidet ja an einer Entzündung im Schleimbeutel des linken Knies. Und der Mann, der die größte Übersicht in der Austria-Abwehr hat, der heute sehr gut gespielt hat, muss hier wahrscheinlich in den letzten Sekunden oder Minuten des Spiels hinausgeschafft werden. Nicht zufrieden wird er sein, der Austria-Coach, dem wieder kein Derby-Sieg bis jetzt, das ist noch nicht aus, gelungen ist. Auch er sagt, beeil dich, denn er weiß, die Zeit läuft gegen seine Mannschaft. Ich bin neugierig, was er und der Ernst Dokopil nach dem Spiel bei uns im Studio sagen werden. Das Derby im Großen und Ganzen hat nur wenig Höhepunkte gehabt. Höhepunkte hat die Bur gesetzt, zum ersten mit seiner 1000-prozentigen Chance in der 19. Minute, wo er den Ball an Knaller und am Tor vorbeigeschoben hat. Dann mit seinem Ausschluss. Die Chancenverteilung in der ersten Hälfte war ausgeglichen. In der zweiten Hälfte konnte die Austria in numerische Überlegenheit nicht nützen. Rapid hat ausgeglichen. Und das spricht eigentlich für den Kampfgeist der Mannschaft. Spricht aber auch für den Einsatz von Michael Wagner, der mit einer Sololeistung zu seinem ersten Meisterschaftstor gekommen ist. Das ist der Schlusspfiff. Ein doch eher enttäuschendes 212. Derby geht hier zu Ende. Spieler verabschieden sich voneinander. Sie kennen einander ja sehr gut. Viele waren gemeinsam im Teamtrainingslager mit Herbert Prohaska in Frankreich. Wir hoffen, dass das nächste Derby vielleicht mehr Tore und mehr Torszenen bringt. Rapid bleibt an der dritten Stelle. Das wäre die Mannschaft auch im Falle einer Niederlage geblieben. Man hat wenigstens einen Punkt gewonnen. Die Austria hat eigentlich zwei Punkte verloren. Drei Punkte waren im Rahmen des Möglichen, zumal Rapid ja wie gesagt 45 Minuten um einen Mann weniger war. Aber da tut man sich schwer, auch das ist verständlich. Ein Fußballspiel geht zu Ende und das sagt eigentlich alles. Ein Fußballspiel, das alles beinhalten kann. Freude, Enttäuschung, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Glück und Pech. Auch all das hat man in diesem Spiel gesehen. Beide Mannschaften gehen nun zu ihren Sektoren, zu den Anhängersektoren. Rapid an die rechte Seite zu den grün-weißen Fans. Und die Wiener Austria verabschiedet sich auf der anderen Seite ebenfalls von den Anhängern, die ihre Mannschaft gut unterstützt haben. Die Austrianer sind zeitweise ein bisschen unruhig geworden. Die Austria-Fans haben gepfiffen, als in der zweiten Hälfte Austria nicht nachsetzte, um nach dem 1:0 Rapid, in Anführungszeichen, den Todesstoß zu versetzen. Wir werden natürlich jetzt noch in Interviews das Spiel versuchen aufzuarbeiten, mit kurzen Interviews noch im Spielereingang vor den Kabinen und dann bei meinem Kollegen Rainer Pariasek. Und ich glaube, der Andi Felber hat schon einen Gesprächspartner und ich bedanke mich daher oben für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, bei mir ist der Herbert Gager. Herbert, was muss passieren, dass Austria gegen Rapid gewinnt? Das weiß ich nicht, aber heute war es so, dass wir in der Offensive sehr schwach gespielt haben und deshalb nicht gewinnen haben können. Warum hat man diese numerische Überlegenheit in den zweiten 45 Minuten nicht umsetzen können? Ja, wenn man das im Match gewusst hätte, hätten wir es sicher anders gemacht. Aber Rapid ist hinten sehr gut gestanden, haben die Räume eng gemacht. Uns ist nichts eingefallen dagegen und deshalb ist eigentlich kein schönes Spiel zustande gekommen und haben auch nicht gewinnen können. Danke, Herbert Gager. Bei mir ist gleich der Michi Wagner. Fliegender Wechsel sozusagen. Michi Wagner mit einer fliegenden Rapid-Fahne. Wir haben vor dem Spiel das Duell gehabt, Schimon gegen Michi Wagner. 1-1 ist das Spiel ausgegangen. Wie ist das Duell Schimon gegen Wagner ausgegangen? Ja, auch 1-1. Ich denke ganz einfach, dass das sekundär ist, wie zwei Personen am Platz spielen. Wichtig ist eben, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Und man hat heute gesehen, dass die komplette Rapid-Mannschaft nach dem Ausschluss einfach gekämpft hat, die Tugenden von Rapid wieder hervorgehoben hat. Und ich denke, es war nicht ganz unverdient, dass wir den Ausgleich noch geschossen haben. Und ich denke, wenn wir einfach so weiter spielen und weiter kämpfen und auch mit 11 Mann so spielen, dann wird man sicher keine Probleme haben mit FAK-Platz. Stichwort Ausschluss. Inwieweit hat der Rapid-Mannschaft der Ausschluss von Sammy Ibur den Sieg gekostet?
Ja, es ist sicher immer schwerer, mit einem Mann weniger zum Spielen. Ich meine, das zehrt an den Kräften. Das hat man heute auch wieder gesehen. Es war sicherlich dann auch irgendwie glücklich, dass wir den Ausgleich noch geschossen haben. Vielleicht aufs ganze Match gesehen nicht, aber am besten wäre es natürlich, wenn wir mit 11 Mann fertig spielen könnten. Und ich denke, da sollte sich jeder ein bisschen selber an der Nase nehmen und sich überlegen, dass man vielleicht die Mannschaft damit auch spielt. Ja, Thomas Janeschitz, warum habt ihr nach dem 1:0 nach der Führung nicht nachgesetzt? Naja, wir waren sehr erlöst, glaube ich, über das 1:0. Und dann waren wir eigentlich zu dumm, das Ergebnis zu halten und eventuell ein zweites Tor zu machen. Und der Ausgleich hat uns sicher irgendwo geschockt und nachher waren wir nicht mehr fähig, ein zweites Tor zu schießen. Warum war das Spiel überhaupt, vor allem in der ersten Spielhälfte, sehr zerfahren? Warum war wenig Spielfluss drinnen? Na, ich glaube, es war für beide Mannschaften eine sehr, sehr wichtige Partie. Niemand wollte als Verlierer vom Platz gehen und ich glaube, so war es geprägt. Und ja, nach dem Ausschluss hätten wir mit einem Mann mehr, haben wir eigentlich mit dem Sieg gerechnet, gehen dann in Führung und kriegen, wie gesagt, ein saudummes Tor und so kann man halt nicht gewinnen. Wem hat der Sieg oder dieses Unentschieden mehr geschadet? Naja, geholfen hat es eigentlich keinen von beiden, glaube ich mal. Danke Tomi Janeschitz und zu Rainer Pariasek. Und wir schauen uns zunächst einmal die Tabelle an nach diesem ersten Spiel der 23. Runde. Rapid weiterhin an dritter Stelle. Der Unterschied zur Wiener Austria ist gleich geblieben. Dazwischen auch mit Trainer. Herr Dokubil, inwieweit sind Sie denn mit diesem Remis zufrieden? Ja, zuerst muss ich sagen, mir tut es leid um die zwei Punkte, die wir verloren haben, aber wie ich zufrieden bin, meine Mannschaft hat, finde ich, ganz großartig gespielt. Erste Hälfte haben wir leider zu viele Chancen vergeben, aber dann mit 10 Mann wunderbar gekämpft. Austria hat keine Torchance gehabt. Ich habe eigentlich nur gewartet, dass wir noch eine Chance kriegen, dass wir das zweite schießen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft heute. Haben Sie schon ein bisschen mit Ihrem Schicksal gehadert? Da wird zunächst die Pua ausgeschlossen, dann schießt der Michi Hartz ein Eigentor. Ja, natürlich. Es war ein Tag, wo sich alles gegen uns verschworen hat. Dann noch dazu wurden 2 Spieler von mir verletzt durch harte Attacken. Die mussten auch ausgewechselt werden. Und das sind so Tage, wo man sich denkt, da geht überhaupt nichts mehr. Während Wolfgang Frank noch bei uns im Studio gerade verkabelt wird, schauen wir uns vielleicht einmal den Ausschluss an von Ipua, damit Sie vielleicht sagen, ob es gerechtfertigt war, oder? Das kann ich schon vorher sagen, den brauche ich mir nicht anzuschauen. Also war gerechtfertigt? Ja, natürlich, aber es ist halt so, der Schiedsrichter sollte früher pfeifen, dann passiert das nicht, der hält ihm eine ganze Weile. Dann dieser blöde Ausschluss, natürlich, gibt keine Frage, kann man verurteilen. Ja, kann man ihm das nicht abgewöhnen, es ist jetzt, passiert so oft. An und für sich, Sie sehen es ja, der ganze Verein will es ihm abgewöhnen, aber offensichtlich ist er unheilbar. Herr Frank, inwieweit können Sie mit diesem 1:1 leben? Ich meine jetzt im Hinblick auch darauf hin, dass Ihre Mannschaft numerisch überlegen war in der zweiten Hälfte mit 1:0 in Führung gegangen ist. Ja, wir müssen damit leben, das ist das Fakt 1. Das zweite ist, man kann sicher nicht zufrieden sein, weil die Konstellation hätte nicht besser sein können. Wir gehen in Führung, wir haben Überzahl und bringen dieses Spiel nicht nach Hause. Das ist natürlich schon ein bisschen auch fehlende Cleverness. Aber ich denke, wir haben während des ganzen Spiels eine gewisse Verkrampfung, die man einfach gemerkt hat, nicht ablegen können. Und das hat sich auch fortgesetzt, trotz der Führung. Und dann hat Rapid natürlich durch ein schönes Tor gemacht, durch einen kapitalen Fehler von uns. Und so gesehen ist das natürlich, geht das Ergebnis in Ordnung. Herr Tokopil hat gemeint, Rapid war eigentlich überlegen. Sehen Sie das auch so? Ja, vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme, ins Spiel zu kommen. Wir kamen oft zu spät, die Raumaufteilung hat nicht so funktioniert. Und da waren wir häufig im Hintertreffen und wir konnten froh sein, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Auf der anderen Seite hat der Ronny Brunnmeier zu Beginn auch eine gute Chance gehabt. Also ich denke, das Ergebnis geht eigentlich in Ordnung, obwohl natürlich für uns mehr hätte drin sein müssen, weil wir ja natürlich einfach 11-10 spielen konnten über lange Strecken. Den Ausschluss haben wir uns schon angesehen. Schauen wir uns einmal die beiden Tore an. Zunächst einmal das 1:0 für die Wiener Austria durch dieses Eigentor von Michael Hartz. Situation. Ich glaube, der Michi hat zum Einstand, dass er wieder bei Rapid sein Tor machen will. Das war leider eine verkehrte Richtung. Aber finde ich bemerkenswert, dass Sie schon drüber lachen können. Naja, so ein Eigentor. Das kommt selten vor eigentlich.
Aber interessant ist, wenn ich mich nicht verrechnet habe, es hat wieder ein Rapidler geschossen, das Tor für die Austria, wie schon Ratajczyk. Es gab 637 Minuten, hat kein Austrianer mehr ein Tor in einem Derby geschossen. Herr Frank, Sie müssen jetzt auf das allerletzte Derby in Ihrer Zeit als Austria-Trainer warten, dass vielleicht noch ein Erfolg drinnen ist. Das ist sehr schade, weil auch wenn es ein Eigentor ist, wenn man diese Chance hat, dann muss man sie einfach nutzen und das Spiel nach Hause bringen. Notfall auch 1-0 mit dem Eigentor vom Gegner. Wir haben unsere nicht die großen Chancen rausspielen können, weil Rapid sehr gut dagegen gehalten hat, sich auch sehr gut defensiv verhalten hat nach dem Ausschluss. Und deshalb wäre ich alle mit dem 1-0 sehr zufrieden gewesen. Aber wie gesagt, oft kommt es anders, als man denkt. Das 1-1 dann nach einem Solo von Michael Wagner. Ich glaube, das ist noch die... Jawohl. Hat die Austria vielleicht ein bisschen zu vorsichtig auch gespielt nach dem 1-0, nach der Führung? Das ist natürlich immer eine schwierige Geschichte. Wie geht man vor? Also macht man alles auf und der Gegner hat nun mal starke Leute im Konterspiel, das hat man gesehen. Da muss man die Mischung finden. Für meinen Geschmack haben wir zu schnell nach vorne gespielt. Wir hätten den Gegner mehr ausspielen müssen und das müssen wir sicher noch lernen. Was bedeutet das jetzt im Kampf um den UEFA-Cup-Platz, dieses Remis? Ja, es ist sicher nicht so verlaufen, wie wir das wollten, aber ich denke, wir sind nach wie vor dabei. Jetzt haben wir ein wichtiges Spiel beim GAK, da muss man auch punkten und dann haben wir sicher eine gute Chance, noch dabei zu bleiben.